Hi, wir sind hier auf dem ersten Stopp der Kenda Hell Tour auf dem Sierra Festival und wir sind hier mit dem Hubert und dem T-Boy und wir stellen mal den neuen Reifen vor. Ja, hallo, ich bin der Hubert von Kenda und wir sind da beim Sierra Festival bei sonnigen und warmen Temperaturen hier in Kalifornien, um unseren neuen Downhill-Reifen Hellcat und Helldiver zu präsentieren. Herzstück beider Reifen ist das neue Advanced Gravity Casing, das mit dem World Cup Team UR Polycon entwickelt wurde. Es ist besonders leicht, es ist besonders pannenresistent, das heißt schnittfest auf den Seitenwänden. Herzstück des neuen Advanced Gravity Casing ist das KVS, das ist eine Aramid-Einlage in den Seitenwänden, das ca. 300% höhere Schnittfestigkeit als herkömmliches Material hat, aber gleichzeitig sehr leicht ist. Hier eine Gewichtsersparnis von bis zu 200 Gramm. Unter der Lauffläche Iron Cloak Belt Einlage, das ist ebenfalls ein sehr leichtes, pannensicheres Material, das eben dann zusätzlich sehr hohe Schnittfestigkeit gegen scharfe Steine und so weiter bietet. Beide Reifen, Hellcat und Helldiver, haben auch das neue Dual-Layer Compound. Das bedeutet, dass auf der Grundfläche relativ hartes und on top dann über dem Profil weichere Gummimischung. Das hat den Vorteil, dass die Noppen weniger stark flexen, dass ich einen besseren Grip habe und dass auch der Rollwiderstand geringer ist. Wir haben hier den Hellcat Pro. Das ist ein Intermediate Downhill-Reifen. Dieser Reifen wiegt, obwohl er Wirebead ist und übrigens auch tubeless ready, 1170 Gramm. Das ist für einen Drahtreifen sehr, sehr wenig. Hellcat hat super Grip auf den meisten Trails und super Bremstraktion, aber dank dem Dual-Layer-Compound rollt er auch sehr leicht. Er hat einen sehr niedrigen Rollwiderstand und beste Kurventraktion. Helldiver ist eigentlich der ideale Hinterreifen. Er hat in der Mitte sehr niedrige Stollen, die also sehr leicht rollen, aber relativ hohe und aggressive Seitenstollen. Das heißt, es bietet super Kurvengrip. Hubert, das hört sich schon gut an, aber Tiwa, du bist den Reifen ja schon gefahren bei verschiedenen Bedingungen. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Eindruck? Du, ich bin jetzt seit einer Woche hier in Kalifornien und ich durfte mit den Rads fahren. Das heißt, ja, wir hatten Untergründe, die wirklich so trocken, staubig, sowas, was man sich eigentlich als Europäer wünscht. Da durfte ich den Reifen fahren und in Laguna ist es halt einfach richtig steil. Und der Vorderreifen, was für mich ganz wichtig ist, du brauchst Grip und diesen Grip, wenn du gerade in Kurven reinfährst, dann muss der Reifen dir die richtige Richtung geben. Und das macht er. Und gerade mit den Side-Nops, das, was der Hubert schon erwähnt hatte, du hast weiche Gummimischung, der Nocken gibt nach und das Schöne ist, durch das, dass ja das untere Layer, dass das härter ist, dann reißt er nicht, sondern der bleibt drauf und geht wieder in die Ursprungsposition und gibt dir einfach die richtige Richtung. Jetzt waren wir in Santa Cruz und da war es richtig nass, weil es halt geschüttet hat und jetzt meint man, ja, so ein Reifen, der macht schnell zu. Gegenteil, also der Reifen macht auch schnell wieder auf. Das sind die Bedingungen, die wir eigentlich haben in Europa, meistens, immer Scheißwetter. Und deswegen bin ich echt super happy mit dem vorne drauf. Und jetzt werdet ihr denken, wahrscheinlich, ja, hier der Hinterreifen, was wird denn hier mit? Bin überrascht, weil auch das, was der Hubert gesagt hat, durch das, dass ich hier eine schöne Lauffläche habe, komme ich erstens schneller nach oben, ich habe weniger Reibung, aber das Ding hier ist der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Wir haben vorgestern, da gibt es an dem Campus sein, gibt es einen Trail, der heißt No Breaks. Und er hat gesagt, du musst dich richtig reinlegen, das sind 6 Kurven und wer das schafft, ist da der Chef. So, und dann habe ich gesagt, okay, bei so einem Scheiß bin ich sofort dabei. Also Side Knobs, du hast richtig Grip, obwohl der Track, das war nass, es war mal kurz Hardpack, es war lehmig, da war alles dabei. Das ist der Shit. Jetzt kommt ihr. Cool, danke. Danke fürs Feedback. Danke euch. Hört sich gut an. Ich bin mal gespannt, wie der Reifen sich... Ja, probier's aus. Unbedingt. Ich bin gespannt, wie er sich fährt. Super, los. Viel Spaß.